rum. Mein Fleisch ist verdorben. Es ging um die Argumentation. Ja, aber wenn man den Grund dahinter nicht kennt, dann bringt es ja nichts. Ich verpacke mein Bein verdorbenes Fleisch hier an. Ja, wie gesagt, die Leute, die öfter hier sind, wissen halt, dass ich sonst jeden Freitag zum langen Stream einen Energy Drink trinke. Darauf war das eher bezogen. Jeden Tag würde ich das Zeug nicht trinken. Ich glaube, das wäre auf Dauer sehr ungesund. Sehr, sehr ungesund. Also bei mir gibt es auch nur maximal zwei Energy Drinks in der Woche. Es wird dunkel gerade, oder? Und niemals mit Alkohol, ja. Ich glaube auch. Niemals mit Nee, Alkohol, gut. ehrlich nicht. Nee. Krass, das habe ich echt noch nicht gehört. Ich trinke tatsächlich, wenn ich auf einem Geburtstag bin, trinke ich gerne mal Energy mit Wodka oder sowas. Oh, hier ist ein Foto. Also ich habe auch schon mal ein bisschen probiert und was schade ist, weil ich diesen V Plus Energy echt gern getrunken habe, aber eigentlich ist mit irgendwie zu, also nicht. Der schöne Energy. Waren wir hier in der Höhle schon drin? Anscheinend nicht. Wir wollten hier speichern, wenn wir wieder rein wollten. Ach so. Wir wollten beim nächsten Mal in die Höhle rein. Ja, aber wir können uns jetzt gleich erstmal was zu essen suchen. Obwohl ich auch genug Ich hab's Snacks nicht, das ist hatte, kein glaube Problem. ich. Ja, wollen wir jetzt rein? Ich will dabei. So auf grün gestellt. Grün war ja, dass fertig ist, ne? Ich glaube Ich schon. sehe hier gerade gar keine anderen. Wo sind die ganzen anderen fahren? Glaube, Ja, ich sehe egal. die. Okay, let's go. Yummy. Hier haben wir noch Essen. Oh, es ist immer so laut. Oh ja. Zwei Gänge. Kann übrigens sein, dass ich nachher bleibe, weil noch keiner, der mich fahren könnte, geantwortet hat. Also es wäre natürlich schade für dich, aber ich fände es natürlich auch nicht schlimm, wenn du bleibst. Gott, ach, das ist schon wieder so verwinkelt. Ah, okay, hier brauchen wir erst die Kletteraxt. Oh, hier liegt was. Ich weiß nicht, was das war. Ein Spielzeugteil vielleicht? Dann lass uns hier Oh ja. weiter. Nee, von hier kommen wir. Oh, super. Ich komme, weil ich mich gerade gedreht habe. Warum ich Hier hier ging's weiter. rumfahren? Hallo Frozen Yogurt, Dingsen. schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Oh, lecker. Ich habe noch nie Frozen Yogurt gegessen. Mega lecker, aber hier in Göttingen gibt es leider kein Ding im Shop mehr. Was sucht ihr? Nee, wir suchen gar nichts. Wir so gucken nur die Höhle durch. Ah, tauchen. Alles klärchen! Was? Ja, wir müssen hier rein. Voll gehypt. Ich hasse Tauchen. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Ich hoffe, das reicht noch. Ja, so schnell verbraucht sie das auch nicht. Das ist die Kettensäge. Ich hänge fest. Ja, ich auch. Hey, hallo! Mach dieses Bisschen komische Ding höher. da weg! Wo, bist du durchgekommen? Naja. Als wenn es hier nicht weitergeht. Wow. Haben wir den Einsatz verpasst oder wie?
würde gleich gerne mal meine Sauerstoffflasche wechseln, glaube ich. Ja. Wie wechsle ich die? Mit kombinieren? Nee. Ich glaube, ich muss immer nur auf die Sauerstoffflasche klicken. Okay. Ja, benutzen. Hä? Ich kann noch irgendwas kann sein. Unter Wasser sterben ist das Schlimmste. Das wäre das erste Mal bei mir gewesen. Geht's auch nicht weiter. Muss irgendwo hochgehen. Alter, Sache. Was ist denn da für eine Höhle? Geht's ja echt nicht weiter? Also ich finde hier gar nichts. Nee, gar keinen Zwischenweg. So eine Fackel? Ja. Ja, ich bin fast gefallen wieder. Das ist richtig merkwürdig. Und wieder warm? Ja, ja. Ja, auf. Und ich kann die Dinge mal wieder ablegen. Ja, auf der Karte zeigt er auch keinen Gang an bei dem. Nach dem Wasser. Ja, super. Kann nicht sein, dass wir nirgendwo weiterkommen. Ich hab mich da die Dingens. Ich hätte da zu was sehen? Waren hier schon geklappt? Nö. Hier ist doch gar keiner. Oh ne, darunter will ich nicht fallen. Ich meine, vielleicht finden wir die ja erst da unten, weißt du? Und damit wir wieder hochkommen. Nö, das fand ich gar nicht. Das ist wieder noch. Hier ist Ausgang, ja. Hier ist das. Was denn? Wo sind die Uhren? Ja. Man wollte mir mal ein bisschen Spring drauf machen, damit ich wieder irgendwas mitnehmen kann, Uhren und. Wie mache ich denn nochmal Spring drauf? Alkohol, Platine, Uhr, Münze, Isolierbund. Ich
habe 2700 Münzen. Oh, gutes Feuer. Habe ich angemacht. Was kommt da nochmal alles rein? Uhren. Uhren, die Uhren habe ich vergessen. Genau, die Uhren. Dann müssen wir hier wohl wieder raus. Okay, da geht's in den See. Die Kartos anlegen. So. Es gibt nur die drei Wege. Hm. Ja, dann müssen wir aber die Pfeile wieder umändern. Ja. Wir brauchen gar nicht mehr schlafen, ist gleich schon wieder hell. Na gut, okay. Machst du da? So kann man, also wenn man mit so einem verbesserten Stab steht, dann kann man Steine, aber auch manchmal Münzen aus der Erde lockern. Das habe ich auch immer nur durch Zufall erfahren. Ein Vogel. Es ist hier so krass friedlich. Haben wir ihn ausbauen? Nee, oder? Wir wollen noch weiter erkunden, oder nicht? Ja, ja. Natürlich. Wer geht mit dem Boot gefahren? Hier so ein Floß wäre ganz cool eigentlich. Ich habe schon wieder Hunger. Ja, so ein bisschen Fleisch wäre nicht schlecht. Da ist ein Reh. Was? Ja, ist weg. Ein paar Fische finden vielleicht im Teich, im Fluss, müssen wir mal gucken. Die
Die Grillen sind so laut. Ah. Hier um Fische zu fangen, sollten wir warten, bis es hell ist. Ich glaube, im Fluss gibt es die gar nicht. Ich glaube, die gibt es nur in Teichen. Ehrlich? Ich glaube, ja. Also, ich habe jetzt irgendwie im Fluss noch nie einen Fisch gesehen. Dann nehmen wir halt Hasen. Lurch. Hasen. Das Fleisch fressen mit ihm. Der Grund, warum du das Vieh legst. Ja. Die vergisst es einfach. Das liegen hier so Hasenköpfe rum. Der Hase mobbt mich. Wo bist du denn? Da hinten. Oh Gott, ist der schlägt aber Haken. Oh Gott. Dann halt du. Da ist er stehen geblieben. Da habe ich ihn. Ehrlich. Hier gehen wir weiter. Ist da vielleicht irgendwo noch eine Höhle? Ich höre mal ein bisschen Musik. Nee. Hier sind zwei Rehe. Das falsche Wasser. Wo habe ich meinen Speer geworfen? Der ist ganz schön weit geflogen. Vielleicht mal ein Feuer machen, ich habe Hunger. Again. Typisch, ne? Ja. Da ist weg. Den gibt's nicht mehr. Ich nur einen Knochen. Einen Knochen? Nee. Mir fehlt halt einer. Nee. Na gut, okay. Dann halt nicht. Also wolltest du jetzt da bei dir ein Feuer machen oder? Irgendwo. Wollte hier mal gucken.
Gebratenes Fleisch hält sich länger, oder? So. Ja, hier ist Mapende. Lass uns mal in. Hier könnte doch sicherlich irgendwo eine Höhle sein am Rand. Beziehungsweise halt hier an der Klippe irgendwo. Hier ist ein Einwohnerdorf. Ich korrigiere, hier ist eine Hütte. Ah ne, da hinten geht es noch weiter. Oh, hier Hallo. ist eine Zeichnung. Und Farbe. Ich habe mich mit Farbe angemalt. Hübsch. Kann man sich mit Farbe anmalen? What the fuck, gibt er seinem Kind da eine Waffe? Und das Kind freut sich sogar. Ja, wieso konnten wir uns jetzt mit Farbe anmalen? Ich glaube, da haben die Eingeborenen Angst vor. Okay. Glaube ich, hab's nicht mehr im Kopf. Oh, hier ist ein Outfit drin. Oh, das sieht schick aus. Ist das auch der Hoodie? Nee, oder? Hoodie? Ja, du trägst ein T-Shirt. Ist das jetzt ein Hoodie? Hier ist nochmal ein Outfit drin. Was ist jetzt hier drin? Oh. Dann nehme ich den anderen Hoodie. Ist das jetzt der Hoodie? Ja. Oh, ich glaube, das ist ganz cool, was ich anhabe. Ich glaube, da ist ein Wolf drauf. Ja. Yay. Oh, die Bären waren giftig. Gut, dann esse ich sie jetzt mal nicht. Ah, scheiße, ich muss ein Feuer haben. Ich habe echt Hunger. Ach, jetzt sind wir wieder bei dem Einwohnerdorf. Ist das das? Wo wir unser Haus gebaut haben, oder? Survival. Ich wollte ihn nicht töten, ich habe schon genug Fleisch. Das habe ich nicht. Hier sind Eingeborene, ich muss jetzt, ich esse jetzt einen Snack. Ich habe echt Hunger. Haben die jetzt Angst vor uns wegen der Bemalung? Nee. Dann weiß ich auch nicht, was das für ein Vorteil ist. Wir wirft ihn mit dem Tennisball. Ah, oh, nicht getroffen. Oh. Gut gemacht. Ich hab jetzt keinen Platz mehr. Ja, das ist das. Hier. Ja, super. Wir müssten mit dem Ohr. Also ich würde gerne, wenn du auf der Map, auf die Map guckst, mal nach oben. Ja, ne? Obwohl, nee, ich würde gerne nach links. Also in die Richtung. Ja. Oder unten. Ja. Da
Da, wo wir noch nicht erkundet haben. Da haben wir aber nur mit der Map noch nicht erkundet. Ich glaube, da waren wir aber schon. Meinst du? Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Oder wir gehen halt, wenn du auf die Map guckst, nach oben. Was machst du da? Ich will jetzt genau nach links laufen. Hier immer weiter in die Richtung. Hey. Hier kommen wir runter. Hallo Spirit, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Na guck, wir waren hier schon. Wir kommen jetzt zu dem Baum. Uff, geht so. Dann wird das hoffentlich noch wieder besser. War noch irgendwas an dem Baum? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, Landvogt wird der einzige sein, der es wirklich komplett mit durchhält. Xyn hat seinen Plan jetzt auch aufgegeben. Gute Nacht, Xyn. Gute Nacht. Ein Outfit. Ach, du hast nur. Ach, du hast das T-Shirt anbehalten. Du hast mir irgendwas übergezogen. Ja, eine Lederjacke. Ja. Schick, schick. Bin wieder da, Baby. Spirit, wie kommst du, dass du noch wach bist? Ich sag mit meinem Kopf auch alle paar Minuten. Dann musst du mit uns interagieren, Xyn. Dass deine Freunde schlafen gehen, das wussten wir. Wusstest du ja vorher.
Hier müssen wir mal mit dem Boot hinfahren. Wegen da hinten. Ich bin BTW auch noch da. Stimmt, aber du bist die ganze Zeit ruhig. Wie lange ich noch durchhalte. Ich hält dich die ganze Nacht wach. Ich bin auch nur am Lurken. Großes Auto. Wie Auto? Im Trailer habe ich ein Auto gesehen. Können wir vielleicht mal ein Feuer bauen? Ich will nicht noch mehr Snacks. Ich habe auch gar keine Snacks mehr, also ich mach mal. Ach. Hallo Luca Gaming, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo. Falsche Taste. Ich glaube, ich brate tatsächlich mal alles. Ich glaube, es hält sich dann länger. Isst man die nicht sofort? Nee, aber doch nicht, wenn man voll ist, oder? Doch, ja, wenn nicht, dann muss ich halt. Muss ich halt Neues fragen. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Es verrottet also eh viel zu schnell. Wenn man nichts auf dem Grill, dann esse ich das. Ja, ja. Und Copper bleibt, glaube ich. Also bei Copper traue ich das auch so, dass sie wach bleibt. Aber ihr kann das jetzt sein, dass sie nachher noch weg muss. Du, 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 du. Ach. Ist das fertig? Du kannst ganz es mitnehmen. Gut. Ich hoffe, euch, doch euch auch. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das Feuer kaputt macht. Ja, versuch mal, das Feuer kaputt zu machen. Nee. Kannst du essen? Ah? Ich habe aber schon so viel gegessen. Ja, ich will aber auch nichts mehr essen. Okay, dann esse ich. Für die Statistiken. Ja, ist ein kaputter Baum. Habt ihr vor, die Story durchzuspielen oder eher kreatives Austoben? Wir haben schon kreativ ausgetobt, wir sind jetzt gerade an der Story so ein bisschen dran. Wir decken gerade die Map aus. Ich denke, ich werde später etwas schlafen. Ihr seid solche Verräter, ihr alle. Ich glaub's ja nicht. Das ist bei jedem 24-Stunden-Stream dasselbe. Am Anfang sagen sie alle, sie machen mit durch. Und dann ist es vielleicht, sind es ein oder zwei Personen, die es schaffen, mit durchzumachen. Also nach vorne gehe ich auch etwas schlafen, ne? Na. Alles klar, tschüss. Okay, Forest beendet. Geh pennen, verpiss dich. So, das war's dann heute mit Forest. Ich würde so gerne in das Schneebiom rein. Aber das ist doch geil. Da müsstest du alle 5 Meter ein Feuer machen. Aber es ist ja schön da. Ich mag das Schneebiom sehr gerne. Ich war da noch nie. Meinst du, das können wir rüberschwimmen, ohne dass ein Hai uns erwischt? Ja. Dann Vogt ist immer nett. Ich frag mich, jetzt wäscht sich halt die rote Farbe wahrscheinlich ab, oder? Ja. Die ist so useless. Ich wette, hier ist jetzt nichts. Warum sollten die Inseln auch irgendeinen Nutzen haben? Oh Mann. Wollen wir hier einen Leuchtturm bauen? Warum? Keine Ahnung. In Minecraft macht man auch mal einen Leuchtturm. Lass ihn wieder zurückschwimmen. Aha. Schön trübes Wasser. Vielleicht kommt ein Hai von der Seite, ich sehe das doch.
Oder dich fressen. Lass alle Minecraft zocken. Nein! Nein, nein, nein. Ja gut, Augenringe verbergen ist nicht. Doch, doch, ich kann euch sogar erklären, wie, Leute. Man kann Augenringe überschminken, Leute. Ich hab sogar was hier dafür. Kriegen Besuch. Wir sollten jetzt eh erstmal nach Hause, glaube ich. Denn es wird dunkel und ich will nicht schon wieder ein Lager bauen. Nach Hause. Telefonieren. Das hatte ich auch gerade im Kopf. Hallo Dope, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ach du heilige Scheiße. Gut. Aber den Filmity will ich auch mal wieder sehen. Timmy macht jetzt Schminktutorials. Ich hätte so gerne tatsächlich ein bisschen Musik gemacht am Stream, aber ich hatte keine Zeit mehr, was auf dem Klavier zu üben. Ja, dann mach doch. Mach doch was. Geh ich mal pennen. Ich hab. Was? Nein. Hallo? Das befreit dich noch lange nicht von deiner Pflicht, hier zu bleiben. Aber wenn du Schlafieder spielst. Habt ihr gecheatet? Nein. Wir könnten ja noch Dingens machen. Puh, wenn uns ach du Scheiße! Reaction Renn. Auf Videos. Renn. Puh, hier wohnen wir ja schon. Ja, und da ist viel Besuch. Unser kleines beachtliches Heim. Ich habe gerade keine Lust auf Besuch. Ein bisschen müde, dachte mir, ich schau vorbei rein, bevor ich schlafen gehe. Das ist doch schön. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber das schon den ganzen Stream. Nee, lass uns warten, bis es ganz dunkel ist, sonst bringt uns das nichts. Hä? Da fliegt was? Hä? Das ist einfach eine schwimmende Ente, die durch die Luft fliegt. Ein Flugzeug, ne? Ich sehe es kaputt. Sie hat einfach die Füße bewegt, als würde sie schwimmen, aber sie ist einfach durch die Luft geflogen. Oh mein alles Gott. Klar. Oh mein Gott. Alles gefixt, gar kein Problem. Das sah so genial aus. Hat das jemand geklippt? Klipp mal bitte wer. Oh, diese Ente. Einmal speichern. Seit wann spielt ihr an dieser Map? 10, 12 Stunden oder so? Könnt ihr das hinkommen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich habe ja sowas kein Zeitgefühl, absolut nicht. Geh mal schlafen. Okay, schade. Vielleicht kommst du ja später noch vorbei, würde mich freuen. Ich leg's zu hier viel auch mal Red Bull. An. Hast du mir auch was reingelegt? Natürlich. Natürlich, sagt er. Red Bull verleiht Flügel. Ich bin lieber Monster. Ich bin auch lieber Monster. Ich wollte meinen Wasserball werfen. Ehrlich? Ja. Es hat nicht geregnet die ganze Zeit, die wir unterwegs waren. Alle. Ich habe ja noch einen Topf voll und eine Wasserflasche. Nach 30 Stunden sind die 809 voll. Danke für deinen Raid, Kotos. Wie war der Stream? Ja, lass uns zu unserem Boot gehen und dahin zurückpaddeln, oder nicht? Wer ist denn zu so unmenschlichen Zeiten? Was? Na egal, nichts. Was? Was? Nichts gesagt. War richtig nice, das freut mich. Welches Boot nehmen wir denn? Autsch! Stasi hat die 100 Stunden. Gut, gut.
Bis zur Unendlichkeit, der Name. Den Namen finde ich toll von dem Clip. Wie Ich viele pack den müssen gleich hier auch in den paddeln? Discord. Hier muss nur einer paddeln, mit dem anderen müssen wir beide paddeln. Du Kannst du paddeln? paddelst. Das war so klar. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe rein gar nichts. Ach, man stimmt. Ah, okay. Wieder da, war kurz Sachen machen, die man halt machen, manchmal machen muss. Diese Beschreibung, amazing Copper. Eigentlich heißt der bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, das habe ich mir gedacht. Unendlichkeit schreiben müssen. Ja, das hast du mir auch gerade. Also wenn irgendwas im Weg ist, ne, schrei. Wir müssen halt zu einer Insel, ne? Rechts von uns ist eine. Bin hier geknechtet. Ich will auch noch mal zu diesen Häusern nach rechts. Ja, stimmt, da müssen wir auch noch mal hin. Aber ich würde erstmal in die andere Richtung fahren. Fast 200 Stunden, 9 Stunden noch. Guck mal, wenn du jetzt die ganze Zeit hier bleibst, dann hast du deine 200 Stunden voll. Sandbank. Kommen wir drüber? Ja, easy. Kann das wegtreiben? Nein. Hier ist doch 100 pro eh nichts. Oh, das wäre so schön, wenn hier was wäre, dann würde sich das mal lohnen. Ja. Weißt du, wir Steine spawnen ja auch drauf. Oh, guck mal, was ist denn da? Das sieht so felsig Es ist aus. spät, dir sei verziehen. Nein. Hier ist nichts. Nee, hier ist auch überall nichts. Ah, gute Idee. Dem kleinen Fitzel da hinten wohl was, ich bezweifle das. Ich glaube überhaupt nicht, dass hier auf den Inseln irgendwas ist. Ich habe Tee und Muffins bei mir, aber die teile ich nicht mit dir. Wenigstens kann ich noch rein. Ich möchte die Muffins gern haben. Ich hätte auch kein Muffin, ich hätte Ich gegen habe jetzt auch voll Cupcakes. Bock auf Muffins. Danke, Stasi, danke. Generell aber irgendwas Gebäckmäßiges. Stasi. Ich habe keine Ausdauer mehr. Möwe. Das ist eine Möwe. Hilfe. Schicht im Weg, komm her. Wow. Hallo? Hallo, Paddel. Ich möchte paddeln. Jetzt kannst du das Paddel nicht mehr nehmen. Du hast kaputt gemacht. So, tut. Rückwärtsgang. Wie weit muss ich denn noch drehen? Ich glaube, so reicht. Ich glaube, auf den kleinen Fitzelinseln hier brauchen wir gar nicht gucken. Paddeln gleich weiter zu Nö, dem großen. wir auch gar nicht hin. Frauen, geht mal nicht aus dem Weg. Hallo, hakt's? Bevor die mich haut, gehe ich dann lieber weg. Wir bräuchten ein Motorboot.
Jetzt bin ich ja auch noch nicht schnell genug. Aha. Wie schön da so im Haus. Was Also ist? so ein Ding, ist das schöner so in diesem Haus? Im Dreamy Raum? haut nicht, das ist nur kräftiges Streicheln. Ich guck mal auf unsere To-Do-Liste. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Ja, aber brauchen wir so eine Kletteraxt? Und wo finden wir die? In der Höhle. Und wo sind wir? Auf dem Wasser. Finde den Fehler. Finde einen Weg in den Kessel. Was für ein Kessel? Das Loch. Ach so. Das heißt Kessel? Mhm. Hier ist doch eine große Insel. Wollen wir da nicht mal gucken? Da ist doch nichts. Ja, ist doch egal. Wir sind doch wegen mit dem Boot losgefahren, um da zu gucken. Voll erkunden. Ach, hier waren wir auch schon drauf, oder? Das ist die, wo wir hingeschwommen sind. Das ist die. Das ist die, ja. Nee, nee, nee. Ich würde gern Timmy finden. Ja, dann müssen wir die Story spielen. Aber spielen wir die Story nicht, indem wir einfach die Höhlen durchsuchen? Nee, wir brauchen alles Equipment aus den Höhlen, um dann in den Kessel zu gehen. Ah, okay. Es wäre schön, einen Fallschirm zu haben, um in diesen Kessel da reinzuspringen. Obwohl, es gibt doch jetzt Gliderwings. Wie macht man die? Wo findet man die? Stimmt, dann können wir da einfach runterjumpen. Wer ist Timmy? Eigentlich mein ist Kind. Timmy das Ziel von dem Spiel. Nein, es ist mein Kind. Er saß neben mir im Flugzeug. Die Vaterschaft werden wir nochmal ausmachen. Also im Laufen sind wir, glaube ich, schneller, oder? Willst du mal paddeln? Nee, nee, nee. Es ist echt schön, die ganze Zeit die Maustaste gedrückt zu halten. Das ist Timmy ist der Vater von Timmy. Ende der Diskussion. Timmy, Timmy ist tot. Landvogt ist dein neues Kind. Verhält sich ja schon so. Was? Gestern war ich noch der Hund. Hab so schöne Wartemusik. Können wir den eigentlich auch töten? Na, hi! Weiß ich nicht. You wanna try? Ich will das Tier halt erkundet haben in meinem Buch. Hast du ihn getroffen? Kann der unser Boot kaputt machen? Sind wir nicht bei Ruff? Oh, da hätte ich auch voll Bock drauf, glaube ich. Ja, Ruff finde ich auch mega cool. Ein super Spiel, habe ich bei Hand of Blood gesehen. Und bei Guild. Errungenschaft freigeschaltet, beiden. Er singt! Ich hab's erkundet. Ja, raus hier. Bevor der Friend von ihm kommt. Du hast nur Erfolg bekommen und wahrscheinlich hast du ihn den letzten Kill-Shot gemacht. Na super, danke. Kann sein. Warte, was war denn? Ich guck mal, was der Erfolg war. Kann ich mich einfach... Warum? Bite me.
Töte den Kill Shark. Ja. Wir stoßen gleich auf Land. Land. Er stoßt auf mich. Da sagt ihr schon Hi und der antwortet nicht. Brauchst du mal ein Shanty auf Lager? Wir müssen, glaube ich, weiter aufs Meer raus, oder? Ich will da aber nicht sterben. Ich will da absolut nicht sterben. Nee, hier sind keine Inseln. Ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwie doch so OP-Viecher sind. Wir sind am Maprand. So wie bei GTA. I don't know where to go. Mal, wo ist denn die Map? Wow, super, danke. Was? Ich dachte, ich kann beim Paddeln die Map aufmachen, aber nee. Nee, einfach nein. Ich möchte nach oben. Ich möchte ja gerne nach oben. Oben bei der Map. Da gibt es noch Fulminante. Genau. Aber das war das Eisbiom auch, oder nicht? Schneebiom. Dann paddel nach oben, wenn du nach oben möchtest. Hier ist ja nichts. Ich glaube, wir werden zu Fuß echt schneller. Ja. Aber ich habe keinen Bock, das Boot nochmal zu bauen, also müssen wir jetzt wieder zurückpaddeln. Wozu haben wir überhaupt zwei? Warum haben wir eigentlich das gemacht, das andere? Weiß ich nicht, einfach so. Ich hätte hier gerade nicht die Wahl stellen dürfen. Was für eine Wahl. Dass man bei dem nur einer paddeln muss und bei dem anderen beide. Meine Ruhe. Aber links kann ich jetzt die Insel sehen. Oh, guck mal, das Party. Kannst du bitte ein bisschen weiter aus Wasser raus? Ich möchte die Party vermeiden. Aber die wollen vielleicht nur per Anhalter mitgenommen werden. Nee, finde ich nicht so die beste Idee. Das lassen wir. Okay. Ja, ne, schön. Hätte ja sein können, ne? Nur eine Frau ein Wort. Mir fehlt noch das Krokodil und das Wildschwein. Und die Schildkröte und der Waschbär. Das Krokodil habe ich gar keinen Bock. Schildkröte? Ah, es gibt nur Landschildkröten. Ja, genau. Und das andere ist eine unechte Karatschildkröte. Was? Ja, so heißt die. Unechte wie? Unechte Karatschildkröte. Ach so. Mein Charakter hat Hunger, würdest du ihn füttern? Kommen dann plötzlich die ganzen Leute im Stream hier. Hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Was soll ich machen? Nicht füttern. Nee. Wie lange machst du denn schon? Auch noch mal 5 nach 3. Ja, ja, aber wir waren vor kurzem noch knapp unter 10 Zuschauern. Ah, oh, meine Rücken. Ich werd alt. Auch mal gerne wieder auf dem Boot fahren. Es ist gerade sehr eintönig, tut mir leid, Leute. Wir dachten, wir wären schneller mit dem Boot. Es hat sich echt so gar nicht gelohnt. Mit dem anderen wären wir schneller gewesen. Meinst du wirklich? Das sage ich jetzt einfach, weil du dann aufpassen solltest. Aber eigentlich, weiß ich nicht, zwei Paddel sind schneller als eins. Ja, aber es ist ja auch schwerer und größer, das Boot. Nee.
Doch. Seh ich nicht. Schildkröten. Wo? Hier. Ach, und rechts sehen die eine Schildkröte in dem natürlichen. Hallo, schneller Vogt, du Sklave. Ich bräuchte noch jemanden, der so hinter mir steht und die ganze Zeit auf so eine Trommel haut. Ich geh mal ins Haus, es regnet. Warum sind wir denn schon so weit mit dem Boot gefahren? Ah. Das tun wir nie ja, wieder. Um 5 Uhr bin ich, sind wir denn da? Leute, wir machen gleich wirklich wieder was Spannenderes. Ich war schon verrecht. Wir wollen nur unser Boot zurückholen. Leute, schreibt mal in den Chat, ihr wollt doch bestimmt auch mal sehen, wie man paddelt, ne? Nein. Wollt ihr nicht. Beeinflusst deine Zuschauer nicht, das ist mein Job. Oh, wir sind da an der Sandbank. Ich will nicht liegen bleiben. So eine Nitro-Einspritzung etwas. Wir sind, glaube ich, bald da. Sind wir bald da? Wir haben einfach schon den 23. Dezember, Leute. In 8 Tagen ist das Jahr vorbei. 9 Tage. Boah, kriege ich einen neuen Stuhl. Das ist alles, woran ich denken kann. Alles andere ist mir egal. Meine Silvesterparty wird sowieso langweilig. Ich muss heute oder morgen noch Geschenke einpacken. Ich wollte heute eigentlich auch baden nach dem Stream, hab mir dann gedacht, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Denn ich werde dann definitiv in der Badewanne einschlafen. Dann musst du duschen. Ja, duschen gehe ich auch, aber ich wollte halt baden, weil ich mir eine Badekugel gekauft habe und die unbedingt mal ausprobieren wollte. So. Kannst du mal bitte zeigen, wie das mit dem Paddeln geht? Langt auch, wenn du dich zu Landvogt stellst. Mann. So sieht das aus, Leute. Ich war jetzt vor 2 Tagen mit meiner Mama bei Douglas für Gutscheine, irgendwie für meinen Bruder und ihren Freundin. Und boah, erstmal habe ich da voll die Kopfschmerzen bekommen. Ja, das hat mein Vater auch. Also das habe ich tatsächlich auch, weil da, wenn die Leute zu extrem damit rumsprühen überall, dann kriege ich auch Kopfschmerzen. Und zweitens habe ich so eine Parfümprobe bekommen, ne? Und ich habe jetzt heute mal geguckt, das riecht echt gut. Und habe ich heute mal geguckt, wie viel das kostet. Ist ein bisschen teuer. Wie teuer denn? Irgendwie 126 oder so. Ach du Scheiße, okay. Ich dachte, ich wollte gerade sagen, ich kann dich jetzt auch schocken. Ich habe auch teures Parfüm, aber... Also es riecht so gut. 1 Million. Geht unser Boot gerade unter? Wird zu schwer. Hallo? Hi. Selbst das Deodorant davon kostet irgendwie 26 Euro. Badekugel von Lush Safe Call. Meinst du jetzt die Marke, von der meine Badekugel ist? Leg mal da hinten an. Lass uns zu Fuß zu den Hütten gehen, wenn wir geschlafen haben, würde ich sagen, oder? Lush ist doch ein super Laden. Wird das echt mit U geschrieben? Weiß ich nicht. Ich kenne das nicht. Das ist so ein. Der soll so richtig gute Seifen und so geben und so. So nee, tatsächlich. Also, ich hab echt bei vielen Sachen geguckt und ich weiß gar nicht, ob es Lush überhaupt bei uns in der Nähe gibt. Aber ich hab sie. Wo hab ich sie gekauft? Ich hab sie in der Drogerie gekauft. Bei Müller oder bei DM. Und so Wundertüte. Oh, guck mal, die warten schon auf uns. Warten an unserem Pier. Ja. Ach du Scheiße! Nee, ich will da nicht anlegen. Ja, doch, ich leg dir dann. Scheiße! Wie kommen wir dann jetzt hoch? Musik hören. Ist unser Pier ein bisschen kaputt? Oder spinne ich? Tschüss. Erstmal ins Wasser fallen. Warum heißt das Hausboot, wenn man da nicht mal schlafen kann oder so? Weil genug Platz dafür wäre, dass man hier was reinbaut. Schön, wie wenn ich auf deinem Kopf darum haue, dass der Sound von Holz kommt. Warte kurz, um vorne Ausdauer. Ja.
Meine Hasen sind verdorben. Ärgerlich. Was war das? Mir ist kalt. Mir ist kalt. Weil du im Wasser warst. Wenn ich da reingefallen bin. Aua. Sprinten wir jetzt zu unserem Zuhause? Und keine Ausdauer. Ich muss jetzt die ganze Zeit paddeln. Aber ja, einfach hin. Tschüss, ne? War schön mit dir. Also Mandy kann gerne auch mal paddeln, oder? Können wir gerne mal ein Boot fahren. Also echt, so ein Motorboot wäre echt cool. Lass uns mal schreiben, lass mal eine Petition starten. Für Motorboote in Forest. Schlafen! Wie? Doch schlafen? Ja. Oh.